Hallo Leute, ich wünsche euch natürlich erstmal frohe Ostern und eigentlich wollte ich heute ein Ostervideo hochladen, aber irgendwie war es total der Fail und deswegen mache ich jetzt hier noch ein Video. Ich bin gerade bei meiner Oma, ich habe meine gute Kamera nicht dabei, deswegen filme ich mit der. Ich hoffe, das Licht passt, ich hoffe, ihr hört mich und heute leider in etwas schlechterer Qualität, aber ich glaube, das Video wird trotzdem ganz cool und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. So, ich habe mir neue Sachen gekauft und diesen Stapel habe ich hier, es sind auch ein paar Schminksachen dabei, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier an. Ich habe mir eine Sonnenbrille gekauft und zwar ist die von Kenneth Cole Reaction und die habe ich beim TK Maxx gekauft und ich finde die irgendwie ganz cool. Die wollte ich auf jeden Fall haben und mitnehmen und ich finde auch den Farbverlauf sehr schön. Und so eine Brille habe ich noch nicht. Die habe ich dann... Wie viel hat die gekostet? Ich schreibe euch die Preise alle unten in die Infobox. Und dann habe ich das nächste Teil. Das habe ich mir im Primark gekauft. Das ist so ein etwas längeres Shirt, was hier oben an den Schultern so über Kreuz gewebt ist. Und eben so ein bisschen schulterfrei dadurch ist. Und das ist so graumeliert und es hat mir echt gut gefallen. Und es ist an den Seiten noch so aufgeschlitzt, was ich auch ganz cool fand, also für den Sommer eigentlich echt perfekt. Und dann habe ich mir im Primark noch einen Pullover gekauft, der ist auch graumeliert, bisschen heller. Und der ist so etwas high-low und auch wieder an der Seite aufgeschlitzt und den ziehe ich vielleicht auch morgen mal an. Dann habe ich mir noch ein Oberteil beim TK Maxx gekauft. Und zwar ist das dieser schicke Pulli hier. Und der war einfach so krass reduziert. Der hat noch, ich glaube, 5 Euro gekostet. Nur weil der eine Buchstabe nicht mehr ganz fest war. Und den habe ich mir jetzt mit so einem Textilkleber wieder dran geklebt. Und ich finde den total toll. Und der ist innen so weich und flauschig. Den musste ich auf jeden Fall mitnehmen. Und den habe ich auch vorhin schon angehabt. Und der ist so schön weich und warm. Dann habe ich heute noch ein paar Sachen neu gekauft mit meiner Cousine. Vielleicht habt ihr sie jetzt schon auf Snapchat gesehen. Oder auf Instagram, da habe ich auch ein Bild gepostet. Und zwar... Ja, sie lacht gerade da hinten. Und zwar bin ich gerade bei meiner Oma. Meine Oma wohnt in Hammelburg in Franken. Und... So voll in Franken. In Franken. Und wer Hammelburg kennt, weiß, dass es hier nicht ganz so viel gibt. Und wir haben aber gedacht, hey, uns ist langweilig, wir gehen jetzt einfach mal in die Stadt. In die Stadt. So. Und da gab es einen Klamottenladen und da sind wir rein und das war ein Taco. Da würde ich eigentlich in Mannheim oder Karlsruhe nicht reingehen, aber ich war echt erstaunt, weil ich habe ein paar schöne Sachen gefunden. Und zwar ist das einmal hier so ein Oberteil, so ein bisschen wie so ein Kaftan. Und das habe ich mir jetzt für den Sommer gekauft. Über den Bikini ist es auch ein bisschen durchsichtig und hat hier am Rand diese Bommeln. Das gefällt mir einfach mega gut und sieht voll schön sommerlich aus. Und dann habe ich mir noch einen Rucksack gekauft, auch für den Sommer, für die Uni. Und zwar ist das dieser hier, der ist so ganz viereckig. Den kann man hier auch an den Henkeln nehmen oder eben als Rucksack tragen. Und da passt einfach mein Laptop perfekt rein. Und dann passt auch noch ein Block und ein Mäppchen und sowas rein. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Ich meine, klar, der ist jetzt nur Stoff, der kommt auch Wasser und so rein, deswegen wirklich für den Sommer, aber da finde ich ihn echt perfekt. Und dann habe ich noch etwas Kosmetik gekauft, also Kaugummis noch, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Kosmetik, aber ich habe noch dieses Make-up gekauft, das kennt ihr wahrscheinlich schon, das ist das Catrice All Matte Plus Make-up in der Farbe 010 Light Beige. Hast du gerade einen Snap von mir gemacht? Ja. Alles klar. Ist mein Jakob. Okay. Das Make-up habe ich schon öfter gesagt, dass ich das sehr gerne benutze bei meiner hellen Haut. Und dann habe ich vorher noch in Mannheim, das war jetzt nicht hier, ein Jumbo-Pencil von NYX gekauft. Oder NYX, NYX heißt es eigentlich. Und zwar ist es ein weißer Jumbo-Pencil und den finde ich ganz cool. Einfach so als Base unten drunter. Das ist die Farbe 604 Milk. Ja, Milk. und was ich mir hier noch gekauft habe, ist noch ein Nagellack von Catrice. Und zwar ist der so ein schönes Metallic Gold, Roségold. Und zwar heißt der 105 Go for Gold. Und den finde ich mega schön und den mache ich mir wahrscheinlich auch nachher auf die Nägel. Und dann habe ich hier noch ein Blush, was ich so noch nie gesehen habe. Und zwar ist das von Essence. Und das ist nicht einfach ein Blush, wo man einen Pinsel für nutzt, sondern man geht einfach so drüber und kann das dann einfach verblenden. Also das fand ich einfach nur mega cool.
Das hier ist die Farbe 20 Strawberry Candy. Und den habe ich jetzt gerade auch drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Auf jeden Fall fand ich den sehr, sehr cool. Und den werde ich wahrscheinlich auch irgendwo nochmal in einem Video zeigen. In einem Make-up-Look oder so, weiß ich nur nicht. Ja, das war's mit meinem kleinen, aber feinen Haul. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr am coolsten fandet. Und ob ihr vielleicht Hammelburg kennt. So unbekannt ist es jetzt auch nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch schöne Ostertage. Tschüss!